Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich bin schon mal das kleine Stückchen hier wieder zurückgelaufen. Hinter diesem Tor liegt Comstock Haus. Damit ihr da nicht zuschauen müsst, aber ich habe hier eh ein ganz mieses Gefühl. Ich glaube, wir kommen da nicht rein, müssen da gleich wieder auf den Friedhof. Ja. Lady Comstock, wie reizend Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Wir werden ihr doch jetzt nicht die Hand abschneiden, oder? Ich will das nicht. Na gut, aber wie ich befürchtet habe, müssen wir da wirklich nochmal hin. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt wissen wir, wie es da aussieht und was da abgeht. Das ist der Friedhof. Meine Mutter liegt. Ja. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Legt's aber los. Da ist es. Werden wir auch wenigstens nicht gestört hier. Was? Hier. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock Haus rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Ist ja gut. Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Sie scheint nicht wirklich zufrieden zu sein. Ach du Schande. Elizabeth, kommst du mal bitte hier rüber? Siehst du, Kind? Du bist einem falschen Hirten gefolgt. Und er führte dich auf Abwege. Was zur Hölle? WTF. Ich weiß Elizabeth, nicht. Alles in Ordnung? Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Die ist kein Geist, nee, die ist nur gerade weggeflogen. Zombie-Soldaten? Es scheint, deine Mutter weckt Tote auf. Ich mach das ungern, Elizabeth, weil es ist deine Mutter, aber... Ging nicht anders. Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Mein Gott. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Was? Fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren.
Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Das war so klar. Ich drehe mich um und diesen... Alles klar. Gut, jetzt werden wir schon noch von Geistern angegriffen. Die Lutis-Brüder, Geschwister tauchen wieder auf. Also es wird von Mal zu Mal verrückter. Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Auch noch sarkastisch. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Sag ja, bloß. Habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Elizabeth, du machst mir gerade ein bisschen Angst. Aber ist schon in Ordnung. Kannst ja nichts dafür. Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Wäre vielleicht das Beste. Prophet weg, Stadt weg. Alle wieder normal, unten auf der Erde. Welt in Ordnung. Alles super. Hier oben nur totales Chaos. Gut, solange das nicht überschwappt noch auf die andere, also auf die Erde runter, dann wäre das ja noch in Ordnung. Also, es ist nicht schön, klar, aber die sind da ja ein bisschen eigenverschuldet. Oh, wenn du hier oben geboren wirst, kommst du auch nicht weg. Also eigentlich wäre es schon am besten, wenn sie aufhört. Zeit, die nie vergeht. Ich bin schon am Suchen. Du stirbst durch meine Hand? Wer hat denn das jetzt gesagt? Geisterfußspuren. Danger. War ja toll. Oh oh. Das Risiko zu sterben. Sieht einfach aus. Oder ernsthaft verletzt zu werden. Fertig. Da habe ich ja richtig Lust drauf. Na los. Lutis. Oh. Wir sind in der Firma von Lutis. Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Wir machen es einfach mal. Du Hure! Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutes? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deinen Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Lutes, nein, dann los. Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Jetzt müssen wir uns das nochmal anhören. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Und was ist das für eine Vorrichtung? Du kannst damit Risse öffnen, aber wer sind dann ihre Eltern? Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie: Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Oha, das muss ich nicht. Da muss ich jetzt nochmal anhören. Comstock
Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Alles klar. Also umso mehr Welten ich erschaffe, desto mehr Merkmale gehen verloren. Ist alles sehr komisch. Gut. Alles sehr kompliziert hier. Und wo kriegen wir jetzt hier eine Wahrheit noch raus? Muss ich hier wieder weg? Ich fand's ja eigentlich ganz cool. Ich würde gern mehr erfahren, aber nein. Das war's hier schon. Schade. Zwei Wege gleichzeitig, das verwirrt mich. Deswegen gehe ich keinen dieser Wege und gehe einfach hier lang. Oh, Essen. Elizabeth, hast du Hunger? Booker, ein Lockpick, her damit. Okay. 15 Stück Zucker. So, ich brauche nochmal die Fußspuren. Lady Comstock, wo sind sie? War ich jetzt hier hinten schon? Nee, ne? Nee. Aua. Was hast du denn da? Achso. Nee. Absender, cool. Das wirkt sehr geil. Das werden wir doch gleich mal. Ja, ne. Dafür will ich immer noch den hier mitnehmen. Das kann man mal ausprobieren. Das wirkt doch eigentlich perfekt für mich. Für den alten Shooter King hier. So, Finanzdistrikt. Du hast mir das angetan. Was? Der wollte mich verschonen. Was? Verbrenne den Verräter! Ja. Okay, das ist schon ein bisschen lustig. Kann man machen. So, da hinten die Tür kann ich aufmachen. So, Elizabeth? Bin dabei. Die ganzen Lockpicks kann ich ja... Bitteschön. ...die nächsten 8 Türen aufmachen oder so. Hier drin gibt's echt nicht viel, oder? Doch, da hinten. Und das will ich auch noch voll machen. Salze wären vielleicht mal eine gute Idee, jetzt wo ich so ein paar lustige Sachen habe, aber werde ich doch eh im Kampf wieder vergessen und eh nicht benutzen. Ich habe doch gerade Lockpicks ausgegeben. War ich das? Ja, Gründer werden bluten, Gründer werden sterben, es ist immer dasselbe. Zeit, die nie vergeht. Schloss. Echt? Dieses olle Schloss? Können nicht alle so cool sein wie du? Fertig. 14 Stück. Ich hab Geld gefunden. Oh, dann her damit. Pep. Dankeschön. Ein Codebuch. Wo wohl die Chiffre ist? Das ist ja das erste Mal, dass ich zuerst ein Codebuch finde. Wo ist die Chiffre dazu?
Oh, jetzt durch. Kannst du das öffnen? Eine Sekunde. Bitte. Moment. Hier war ich doch schon mal. Wo geht es denn lang? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also ich muss ein paar Wahrheiten herausfinden, aber wo wurde halt nicht gesagt? Ich könnte den Geistern Fußspuren folgen, aber die verschwinden ja andauernd. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier hoch. Okay. Tauchen immer nur manchmal auf. Schade. Jetzt können wir den Bronco-Bus holen. Dafür reicht das Geld aber nicht. Schade. Ja, dann würde ich sagen, wir sparen das Geld. Ich habe Geld gefunden. Weil wenn ich mal echt Munitionsmangel habe, dann kann ich das benutzen, damit ich wieder ein bisschen was bekomme. So, und jetzt? Oh, hier ist noch eine Tür. Elisabeth, hilfst du mal? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Sei doch nicht immer gleich so gemein. Fertig. Emporia Towers. Es scheint ein Hotel zu sein. Aua. Kannst du das wieder ganz machen, Elisabeth? Booker, da drüben ist ein Lockpick. Einer? Zwei. Gibt es jetzt irgendwo eine Chiffre oder... Warte mal. Das bringt nichts. Ich muss es doch was geben. Ich bin doch nicht jetzt umsonst hier reingegangen. Aber gibt es wirklich nichts. Ah. Unten auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe wieder. Ja. Hätte ja auch sein können, dass ich vielleicht einen Riss aufmachen kann, damit das da wieder ganz ist, aber nein, nichts. Mir gehen gerade echt die Ideen aus. Jetzt nochmal die Fußspuren wären nicht schlecht, damit ich wenigstens weiß, dass ich hier richtig bin. Ich weiß auch nicht, wir müssen ja noch diese Bar finden. Ich weiß ja nicht, ob wir da schon vorbei sind, wo halt der Knopf unter der Kasse ist. Aber ist hier anscheinend nicht. Aber es geht hier noch runter. Ja. Mehr vom besten Wein, James. Nimm's als längsfälligen Ausgleich. Oder warte, warte. Ich kann noch jemanden retten. Sehr gut. Ja, das freut mich doch. Da kannst du dich doch bitte bedanken. Ich habe mir Mühe gegeben. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Das ist ganz einfach. Also du hast ja, glaube ich, ich weiß ja nicht, was du getan hast. Aber er ist halt echt ein Arsch und reißt dir alles ins Verderben. Also. Sollte man sich echt überlegen, ob man dem vergeben möchte. Ich möchte es nicht. Brauchen wir Geld? Obwohl ich bin auch jemand, der eigentlich relativ schnell vergibt. Von daher brauche ich hier nicht mehr Mund aufreißen. Oh, da hinten komme ich auch nochmal rein. Hilf mir mal mit dem Schloss. Bin dabei. Wieder drei Lockpicks, aber ist ja egal.
Weil wir haben ja immer noch welche geschafft. Im Überfluss. Wieder hier ein Horterer. Hört sich im Deutschen scheiße an. Ein Horterer, ein Sammler, ein... Ja, Sammler. Ich glaube, Sammler passt ganz gut. Schockjacke. Bei Nahkampfschaden 15%ige Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Opfer sind 2 Sekunden lang verwundbar und nehmen 50 Schaden. Brauche ich auch nicht. Aber sonst gibt es hier auch wieder nichts, ne? Ne. Es ist manchmal auch so dunkel in den Räumen. Das ist, mit der Musik wirkt das alles gerade ein bisschen gruselig. Lady Comstock. Wo muss ich hin? Ah, sehr gut. Kriegst du das geknackt? Bitteschön. Dankeschön. Back in 5 minutes. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand in 5 Minuten zurückkommt. Aber sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Warst du schon immer sie? Bist du vielleicht sie aus einer anderen Dimension? Das ist doch Irrsinn! Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Okay, aber die kennt er doch beide. Warum kannte Elizabeth nicht beide? Warum kannte sie nur sie und nicht ihn? Komisch. Gegen uns ist es. Spring da hoch. Es ist zu weit weg. Das ist nicht gut. Jetzt. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Überblick und wir sehen den Typen, der jetzt wieder abgehauen ist. Ich hab Munition. Okay. Ich denke nicht. Hier, bitte! Wie weit die werfen kann, das ist der Wahnsinn. Jetzt bewegt er sich wieder. Kann ich jetzt auch wieder treffen, ja. Der war ja für eine Sekunde unsterblich, der Typ. Jetzt! Schon dabei. Natürlich komme ich nicht darüber. Und hopp. Jetzt fehlt ja nur noch eine Erinnerung hier. Eine Wahrheit. For God and Country. Schöne Propagandabilder hier. Eine Wahrheit noch. Wo könnten die sein? Kann ich von selber, glaube ich, überhaupt nicht drauf kommen. Ah, Geisterfüße. Führen die hier hoch? Oder führen die zum Eingang? Hier ist kein Riss. Nee. Vorhin die Fußspuren haben ja auch in die Richtung gezeigt. Nur halt von der anderen Seite. Also wird das doch wohl hier sein. Ich will jetzt noch die letzte Erinnerung finden, bevor wir die Folge beenden. Deswegen wird die wahrscheinlich ein bisschen länger. Freut euch. Yay! Muss ich nur noch einen Eingang finden. Hinten war ich ja schon mal, aber hätte ja sein können, dass jetzt hier der Riss ist, aber nein. Jetzt bin ich ja schon wieder hier.
lädt. Was lädt er denn? Oh, hier. Oh yeah! Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Der Biologe, den er gerade beobachtet, hatte er daher seine Ideen für den Handyman und so? So, jetzt bin ich schon wieder hier. Das kann's doch nicht sein. Ich muss wieder zurück. Fußspuren, bitte. Sag mir, wo ich hin muss. Oh. War da hinten noch eine Tür vor dem Comstock-Haus? Ich glaube nämlich nicht. Auf dem Friedhof ist eigentlich auch Quatsch. Hier oben drin? Oh. Okay. Oh. Oh. Hier sind Fußspuren. Gehen in die Richtung. So, da war ich ja schon drin. Nee, war ich nicht. Aber da komme ich auch nicht rein. Was ist das? Weiter. Hier hinten? Nee, da hinten geht's ja nicht lang. Hier oben geht's auch nicht rein. Ist auch kein Riss irgendwo. Ich bin gerade mit der Gesamtsituation ein bisschen überfordert. Closed. Closed klingt immer so, als müsste ich da lang. So, da geht's nicht rein, da hinten geht's auch nicht lang. Ach, wenigstens so ein Hinweis war ja mal nicht schlecht. Aber hier ist ja nichts. Good, just wanna have fun. War ich jetzt da hinten drin? Ja, hier ist das Schloss ja offen. Aber hier war ich doch noch nicht. Oder? Doch, hier war ich. Aber hier muss ich nicht hin. Das kann's doch nicht sein. Nein, 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 nein. Und da war ich ja drin. Oder gibt's hier noch mehr? Nee, war doch alles. Ich habe mich doch alles schon durchsucht. Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende einfach mal die Folge hier und dann gehe ich da hin und dann können wir in der nächsten Folge da gleich weitermachen, ja? Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like und einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao. The circle beyond.